Moin, da sind wir wieder, frisch und ausgeruht. Schweden empfängt uns heute Morgen wieder mal mit schönster Sonne. War doch ein bisschen kalt, also ich habe ein bisschen gefroren gestern im Kasten. Ist doch noch kalt geworden hier nachts. Aber heute Morgen, ich wollte eigentlich noch die Heizung anmachen. Siehe da, Sonne scheint. Hoffentlich bleibt das heute. Ja, ich war ein bisschen duschen, keine Ahnung. Und jetzt ist mal wie immer ein schöner Kaffee. Oh, der Blick heute Morgen wieder ist ja wieder traumhaft. Ne? So, erstmal ein bisschen wach werden. So, wir waren jetzt 5 Stunden hier. 5, 6 Stunden. Zuerst hatten wir gedacht, wir bleiben den ganzen Tag hier und schlafen hier nochmal. Aber wir machen uns jetzt doch noch mal auf den Weg, noch eine Fähr- und Entsorgungsstelle aufsuchen und dann mal gucken Richtung Storforsen wollen wir heute fahren. Das ist auch noch mal wieder mal ein Wasserfall. Wasserfälle sind irgendwie so unser Ding. Ja, da sagen wir schon mal Tschüss. Spot, echt super hier. Gerade hier mit dem kleinen Stromlauf noch. Also es ist wirklich super. Super schöne Ecke hier. Traumhaft. Mal gucken, ob das noch zu toppen ist. Also. So, ein paar Kilometer sind getan auf dem Weg zu dem Storforsen und der Fernentsorgungsstation. Also Wasser an den Tankstellen ist schon wirklich schwierig zu bekommen hier. Weiß auch nicht. Oder wir steuern einfach immer die falschen Tankstellen an. So, wir trinken erstmal eine Tasse Kaffee. Sind wieder irgendwie auf irgendeiner Hochebene. Ich weiß gar nicht genau, wo wir einfach stecken. Aber das sieht doch auch ganz gut aus hier so im Hintergrund. Schön grün. Schönen Blick hier ein bisschen über die Berge rüber. Schön. Stellplatz ist gefunden. Kasten steht da. Oh, sehr viele Mücken hier, aber wir haben überhaupt keinen Bock mehr, jetzt weiterzufahren. Fluss. Bei diesem komischen Forsen, wo wir hinwollen, das ist von hier 5 Minuten entfernt. Und deswegen werden wir uns ja verbarrikadieren hier im Kasten, ein bisschen was trinken. Ja, und dann zeitig aufstehen wahrscheinlich und dann gucken wir uns mal hier diese Stromstellen morgen mal an. Nochmal. Wir haben doch noch mal ein bisschen umgeparkt und uns einen anderen Stellplatz gesucht, weil Kuschelparker, okay, hin und her, stand nur einer da, wir noch dazu, weil wir eigentlich keinen Bock mehr hatten, großartig weiterzufahren. Aber es kam dann noch einer und dann hatten wir schon 2 Lagerfeuer, weil der erste hat nämlich auch schon angefangen rumzukokeln und der Gestank und so. Lagerfeuer ist ja schön, mag ich auch gerne, aber nicht im Kasten den Gestank. Ne? Da sind die Stimme im Hintergrund und ich ein bisschen spießig vielleicht auch, weiß ich nicht. Ne?
Also in so einem Bett möchte ich nicht schlafen. Deswegen haben wir gesagt, wir rücken das Feld nochmal und fahren nochmal ein bisschen weiter und stehen jetzt hier am Felfhorsen. Ne? Und da gehen wir jetzt nochmal ganz kurz runter. Stimme im Hintergrund ist übrigens da im Dunkeln gerade. Man sieht sie immer kaum. Das ist der Felfhorsen hier. Ein doch auch kleiner und sehr beeindruckendes Etwas. Auf jeden Fall ein weitaus besserer Platz als eben gerade. Definitiv. Mann, da schieben sich aber auch Wassermassen runter. Gestaltet sich heute wirklich sehr, sehr schwierig heute. Wir sind schon sehr wählerisch geworden am fünften Tag. Ey. Wir sind nochmal umgezogen. Hier steht jetzt der Kasten. Ne? Da ist die Stimme. Wo ist denn die im Hintergrund? Ach, die sieht man ja nicht. So, und wir sind jetzt praktisch unter den Wasserfall gefahren. Also hinter den Wasserfall. So, und hier bleiben wir jetzt wirklich stehen. Ich habe auch keine Lust mehr. Schlaf gut. Trink jetzt noch ein Bierchen. Stimme trinkt ein Weinchen. Und dann bis morgen.